Hallo erstmal. Ich zeige euch mal was. Ich habe da jetzt noch ein paar Mal drum zu. Das ist mir hier viel zu wellig. Und ich habe jetzt hier oben ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche. Das ist mir ein bisschen zu eng. Und nun probiere ich mal was aus. Das lasse ich noch so weiterlaufen mit 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen. Ich bin jetzt bei Reihe 11. Das werde ich noch in Reihe 12 machen. Und jetzt mache ich das hier oben nur bis zur Hälfte auf. Mein Mann ist der Kameramann. So, da. Und dann gehe ich über diese Hälfte, häkle ich verkürzte Reihen. Dann habe ich das hinten im Nacken ein bisschen höher. Und somit habe ich einen super schönen Ausgleich. Das ist mir heute Morgen eingefallen. Wenn ich das jetzt zur Hälfte aufribble, halte ich mir das mal eben so. Das hier ist jetzt hinten. So ist jetzt ungefähr die Hälfte weg. Dann ist das von den Wellen nicht mehr ganz so viel. Dann legt sich das schon wieder schöner an. Wenn ich jetzt noch 3 Reihen in dem gleichen Muster, ohne Zunahmen, dann habe ich das Ganze wieder ausgeglichen. Was meinst du, Willi? Das liegt gut, ne? Auch hinten, wenn man das platt drückt. Oh. Ich denke, so habe ich eine schöne Weite reingekriegt, habe das nicht so eng. Und so fällt es ganz schön, weil wir die Maschenzahl ja auch brauchen für unsere Ärmel. Okay, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Ich häkel mal 2, 3 Reihen weiter. In meine Community habe ich auch reingeschrieben bis Reihe 11 und ein Video, schätze ich, kommt morgen oder übermorgen. Alles gut, bis dann, eure Bärbel und tschüss.